einmal wieder. Ja, ihr wisst, neue Themen und ein Format, was ich einmal begonnen habe, aber dann natürlich wie so oft nicht ganz weitergeführt habe, war das Format Marks Meinung, wo ich einfach mal zu gewissen Themen, die oft mal aufkommen, meine Meinung äußere. Die erste Folge, die verlinke ich euch mal unter das Video. Das ging um das Thema, machen E-Bikes faul oder machen E-Bikes vielleicht auch schnell? Oder was ist überhaupt mit E-Bikes? Natürlich ein sehr polarisierendes Thema. Und heute ein Thema, was auch wirklich immer wieder kommt, dass auch Leute mich fragen, Kursteilnehmer mich fragen, Federweg. Gerade weil die Industrie so viele Kategorien geschaffen hat, 120 mm hast du ein Trailbike, dann gibt es ein Enduro, dazwischendurch gab es auch mal Mountainbikes, Freeridebike, Downhillbike. Das ist dann alles auch ein bisschen neben der Geometrie und der Stabilität, dem Gewicht auch nach Federweg gemessen. Und dann ist die Frage, in deutschen Mittelgebirgen, das ist, wo viele von euch fahren, braucht man da überhaupt so viel Federweg? Braucht man 160 mm bei einem Enduro? Reicht nicht 120? Es ist ja nicht irgendwie Gardasee oder so. Das ist die Frage, die dann mir häufig gestellt wird. Und ich gebe euch jetzt mal meine persönliche Meinung für mich, also wie ich es für mich mache. Die ist nicht auf euch alle übertragbar, weil das eine sehr individuelle Frage ist. Ich sage, mehr Federweg, yeah, auf jeden Fall. Ich mag mehr Federweg. Ich fahre auch viel Hardtail, aber wenn ich im Bikepark fahre, wenn ich Trails, die Wurzeln haben, schneller fahre, die Fahrtechnik wird besser, je länger man fährt, je mehr man fährt. Und dann kann man noch ein bisschen, ja, die Bremsen mehr öffnen, hat so ein bisschen Sicherheitsreserven bei harten Landungen. Also, ob jetzt ein Fahrrad 140 mm, zum Beispiel mein E-Mountainbike hat 140 oder 160, ein Enduro, ich bin auch viele Jahre Enduro-Bikes gefahren, oder was ich jetzt meistens fahre, in Winterberg und Willingen meine Freeride-Bike mit 180, könnte auch gerne 200 sein, dann sage ich, whatever. Ich habe eine Rohloff hinten drin, das heißt, ich kann mir den ersten Gang reinschalten, mache einen Sattel hoch, ich komme überall hoch. Seit vielen Jahren mache ich das so. Ich muss kein Rennen gewinnen und ich will einfach den Komfort, ich will mehr Sicherheit, deswegen mehr Federweg. Und wenn ich irgendwie mal den Boden mehr spüren will, auf Trails, ich fahre manchmal mit Hardtails, die wirklich, auch die in der Federgabel nicht viel Federweg oder eher straff sind, dann, ja, dann habe ich das da. An meinen Fullies mag ich viel Federweg. Das heißt, je nachdem, wie dein Fahrstil ist, du kannst auch im Bikepark Winterberg nur Flowtrails fahren, dann reizt du dein Fahrwerk nicht aus. Ja, aber du hast ja trotzdem deinen Spaß, du brauchst ja nicht für jeden Trail ein anderes Fahrrad. Wenn du aber richtig ballern gehst, auf der Downhill oder so, dann bist du vielleicht auch wieder über jeden Millimeter mehr froh. Also es ist sehr individuell, wie mögt ihr das? Schreibt mal rein, seid ihr eher so der Typ, möglichst viel Federweg, oder seid ihr eher so der Typ, nee, ich will mehr den Boden spüren, ich mag eher dieses pure Fahren. Ich finde Trailbikes total geil, weil die so eine Mischung sind, Abfahrtsgeometrie, aber trotzdem schön effizientes, straffes Fahrwerk. Also da ist jeder anders. Wenn man mich fragt, soll ich mir das Enduro holen mit 160 oder vielleicht dann doch das mit 180 oder vielleicht noch mehr, dann ist immer die Frage, klar, früher war wenig Federweg leicht, viel Federweg war schwer. Aber durch Enduros und alles, was sich so technologisch entwickelt hat, kann man sagen, man kann auch heute viel Federweg haben mit leicht. Oder man kauft sich ein E-Mountainbike, da hat man auch, dass man berghoch besser kommt. Und kann sich auch direkt eins holen mit 180 mm, weil einem das einfach Reserven gibt. Und es wiegt dann auch nicht viel mehr. Das ist halt immer so die Sache. Gut, einfach mal meine Meinung dazu. Braucht man viel Federweg, wenn man im Mittelgebirge fährt? Das hängt ganz davon ab, wie ihr es mögt, was ihr mögt. Seid tolerant, wenn jemand halt das dicke Fully mag, dann gönnt ihn das. Und es gibt da nicht die Kategorien, das ist richtig, das ist falsch, sondern jeder kann das nach seiner eigenen Fassung machen. Das war Teil 2 von Marks Meinung. Ich bin auch einfach auf eure Meinungen gespannt, eure Erfahrungen und vielleicht auch in Bezug auf Fahrtechnik. Hat euch mehr Federweg fauler gemacht? Seid ihr besser mit dem Fully geworden? Seid ihr schlechter geworden? Habt ihr wieder das Hardtail ausgepackt, um wieder besser zu werden? Das sind natürlich so Fragen. Bis dann und bis zum nächsten Video.